Geht doch. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe gerade den Stuhl weggebracht als Retoure, der bei dem Interview mit dem Martin Bishop unter mir zusammenbrach, gleich als allererstes. Ja, warum finde ich das jetzt, dass ich da gerade wegkomme vom DPD-Pickup-Shop? Einfach so, weil ich es kann und weil ich das so noch nie gemacht habe. Und zwar stelle ich gerade fest, dass meine gedruckte Handyhalterung fürs Auto eigentlich die perfekte Position hat, die fast perfekte Position hat, um sie gleichzeitig als Ego-Kamera zu benutzen. Ne? Und deswegen versuche ich das jetzt einfach. Und die Leute werden beim Internet unglaublich berühmt und kriegen fantastisch viel Geld dafür, dass sie einfach ihr tägliches Leben filmen. Das mache ich jetzt auch. Nur, dass ich normalerweise in meinem täglichen Leben eher Musik höre und nicht sabbele beim Autofahren. Aber wie ihr seht, ich beherrsche das eine wie das andere. Ich kann sowohl sabbeln als auch Musik hören beim Fahren. Verblüffend. Deswegen gucke ich auch nicht so viel zu euch, weil es ist mir relativ egal, jedenfalls wenn ich Auto fahre. Es gibt nämlich noch andere Dinge auf der Welt, wie zum Beispiel Verkehr. Und damit meine ich jetzt nicht nur den mit Frauen, sondern eben auch mit fremden Verkehrsteilnehmern. Wobei ich den Kontakt bei letzterem ausschließen möchte, nach Möglichkeit, während der Verkehr bei Frauen eigentlich auf das genaue Gegenteil zielt. Aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sprechen. Ja, der Stuhl brach unter mir zusammen. Ich habe vielleicht gesehen, das war so einer von diesen Drehstühlen, die so aussehen, als hätte man einen Recaro-Sitz auf einen alten Bürostuhl geschraubt. Laut Beschreibung belastbar bis 180 Kilo. Er brach bei meinen 110 Kilo zusammen. Naja, sauber abgebrochen unten der Ständer. Ersatzteile gibt's keine. Also habe ich das Ding jetzt gerade als Retoure zurückgeschickt. Hat mir bereits aber ein Konkurrenzunternehmen. Weil zweimal dasselbe brauche ich, also dieselbe Bruchstelle muss ich nicht zweimal riskieren. Und jetzt sitzt der Kragen auch, ja, das geht so. Muss ich nicht selber riskieren und deswegen habe ich mir einen anderen, im Grunde dasselbe nochmal in grün bestellt. Nur mit zwei irgendwie so bräunlichen Rallye-Streifen. Weil, warum braune Rallye-Streifen? Wer kauft sowas? Also erstens mal ich, weil ich bin alt und das sieht so ein bisschen aus, als hätte man da so Leder eingenäht. So farblich. Muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut. Das Neongelb und Neongrün finde ich zwar auch sehr schick, so mit eingesetzt oder schwarz in der Mitte, aber ganz ehrlich, das passt irgendwie altersmäßig so langsam nicht mehr zu mir. Dann müsste ich auch wieder extra im Wohnzimmer Schwarzlicht installieren, damit das Neongrün auch so richtig zur Geltung kommt. Ich stehe total auf Schwarzlicht und Neonsachen. Aber da habe ich dann spezielle Räumlichkeiten für, wo das dann auch nicht zur Geltung kommt. Ja, und nun fahre ich ja, so ungefähr 5 Minuten nach Hause, rede wirres Zeug, um irgendwie die Zeit voll zu kriegen. Ich kann vielleicht noch erwähnen, ich habe mich auf der Hinfahrt erstmal vollkommen verfranst, weil ich einfach diese Adresse in eine völlig andere Ecke zugeordnet habe, bin also einfach ein paar Kilometer zu weit gefahren. Ihr merkt ja, ich fahre nur geradeaus. Ne? Da, wo ich wohne, ist alles immer gleich Land- oder Bundesstraße. Ergo gibt es bei mir viel geradeaus. Der Vorteil ist, was ist ein Verkehrsstau? Der weitere ist Parkplatzmangel? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, jedenfalls habe ich dann Gott sei Dank vorher schon, weil ich ein misstrauischer Mensch bin, die Adresse schon mal ins Handy gehackt, damit Google Maps mich notfalls auf die letzten Metern führen kann. Das tat es auch, mehrere Kilometer wieder zurück. Und ich kannte die Ecke auch. Ne? Das ist, gleichzeitig ist das nämlich auch ein... Jetzt muss ich mir überlegen. Nee, ich glaube, die machen nichts mit DHL. Es könnte sogar sein, dass ich irgendwann schon mal da gewesen bin. Das ist ein größerer Baustoffhandel, die nebenbei auch noch Pakete annehmen. Ja, von daher kannte ich die Adresse eigentlich, habe es aber vollkommen falsch einsortiert. Jetzt war ich übrigens gerade hier an meinem, hier ist ein Handel mit amerikanischen Schlachtschiffen. Also große amerikanische Autos. Da steht gerne mal ein Ram, so ein Dodge Ram vor der Tür. Oder auch irgendwelche Alte aus den 60er Jahren, diese riesigen Schlachtschiffe, gucke ich immer gerne hin. Leisten kann ich mir sowas leider nicht, also der Unterhalt würde mir die Haare vom Kopf fressen. Allein wenn ich mir vorstelle, was die Versicherung für 5,8 Liter Hubraum haben wollen würde, ist wichtig, ne? Das immer gleich die Grammatik beachten. Ja, und die Details dazu brauche ich euch gar nicht zu erzählen, weil ich bin nämlich da. Ihr kennt ja bestimmt aus früheren Fahrten die Tatsache, dass ich hier einen wunderschönen Carport habe, in den ich jetzt eingelaufen bin, den Anker werfe, festmache. Warum bin ich eigentlich so schön hell, trotz Gegenlicht? Was beleuchtet mich jetzt von vorne? Das interessiert mich direkt. Also, ich mache ein Licht aus. Ja, die hintere Hälfte des Carports ist offen. Also,
Und na gut, ein bisschen Licht kommt auch nicht von vorne, aber die Kamera ist besser, als ich dachte. Ne? So, das ist meine Autofahrbrille. Damit sehe ich, wen ich umfahre. Und das ist meine Computerbrille, die ich im Hause trage, weil im Hause gibt es eigentlich nicht weitere Strecken, die ich sehen müsste. So, jetzt gehe ich raus in die klirrende Kälte, zurück in mein trautes, warmes Heim, das direkt neben mir an ist jetzt. Und dann werde ich das Ding hier zusammenschneiden, hochladen und staunen, wie viele Leute sich das angucken. Ja, warum nicht? Vielleicht mache ich sowas ja öfter, wenn das ankommt. So, schönen Dank. Winke, winke. Und ich verlinke am besten hier unten drunter nochmal das Interview, das Martin inzwischen veröffentlicht hat. Dann haben wir wieder Crosslink, Cross-Promotion. Da sieht man auch, wie der Stuhl mit zusammenbricht. Also nicht direkt, aber fast. Zumindest die Trümmer halte ich dann in die Kamera. Okay, schönen Dank fürs Zugucken und auf Wiederhören.